Hallo, liebe Studierende, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer letzten Vorlesung der WIRK-Veranstaltung des hiesigen Semesters. Und wir werden heute die Veranstaltung und die Inhalte zusammenfassen. Also es wird keine neuen Inhalte geben, beziehungsweise am Ende noch ein paar abschließende Bemerkungen, die vielleicht durchaus neu sind, aber es werden jetzt keine wirklich neuen Theorien besprochen werden. Im Gegenteil, wir werden einfach nochmal auf ein paar Momente eingehen, nochmal einen Überblick gewinnen. Das ist das Ziel für heute. Wir werden also erst nochmal schauen, was haben wir eigentlich behandelt. Und dann werden wir nochmal auf ein, zwei Key Learnings eingehen, beziehungsweise uns den Überblick betrachten. Dann schauen wir nochmal, was wir damit eigentlich wirklich konkret machen können, jetzt nachdem Sie das alles gehört haben. Wofür können wir das nutzen? Ja, und dann abschließend ein kleines Fazit ziehen. Mir ist es wichtig, jetzt auch an dieser Stelle nicht abschließend einfach nochmal neue Dinge zu besprechen, sondern einfach nochmal auf ein paar Sachen einzugehen. Denn es ist auch für mich ein didaktisches Prinzip, dass wir Dinge wiederholen, damit wir sie wirklich begreifen können und nicht einfach nur ja, irgend so ein Fakt sind, den man dann schnell vergisst, sondern nein, dass die Teil der Lebensrealität werden, dass sie die sehen und das geht über Wiederholung und über Abstraktion und über einen Überblick zu gewinnen. Von daher an dieser Stelle nochmal eine Zusammenfassung. Schauen wir uns also einmal an, was wir in den letzten 9 Einheiten alles behandelt haben. Sie erinnern sich, zu Beginn haben wir uns betrachtet, inwiefern die jeweiligen Theorien in einem zeithistorischen Kontext entstanden sind. Und man kann sagen, dass diese Theorien stellvertretend sind für gewisse Annahmen über die Stärke von Effekten, von Medien. Anfangs ist es so, dass man häufiger von sehr starken Effekten ausgegangen ist und in dieser ersten Phase man von der Hypodermic Needle Theorie oder dem Ansatz gesprochen hat. Man war da natürlich einfach stand sehr unter den Eindrücken auch ja, des frühen 20. Jahrhunderts, des Totalismus in den unterschiedlichen Ländern, dem Nazireich. Und da hat man einfach sehr stark die Annahme vertreten, dass das ja doch durch Medien überhaupt erst so möglich wurde. Und dann gab es einen gegenteiligen Effekt. Ist es ins Gegenteil verkehrt, dass man eher dachte in dieser zweiten Phase, nein, Medien spielen eigentlich gar nicht so die Rolle. Es sind die menschlichen Interaktionen, die hier viel, viel relevanter sind. Man kann da eben vorhin Lazars Feld sehr prominent nennen mit seiner Two-Step-Flow-Theorie. Ja, und dann anschließend waren das eher so kleinere Wellen, immer Theorien, die mehr in die eine Richtung gingen und andere, die mehr in die andere Richtung gehen. Und das setzt sich fort. Aktuell ist es so, dass wir auch VertreterInnen für sehr starke Effekte haben, beispielsweise im Bereich der sozialen Medien. Jean Twenge wurde hier genannt, aber auch Jonathan Haidt hat sich dem angeschlossen und die dafür sich aussprechen, dass Medien sehr, sehr große Effekte haben, beispielsweise Suizidalität hervorrufen können, wohingegen es aber auch dagegen Bewegungen gibt, beispielsweise von Andrew Szybylski und Amy Orban, die auch in vielen Studien zeigen, dass diese Effekte bisweilen absolut trivial sind. Also es geht voran. Ich denke, insgesamt kann man aber sagen, dass es immer schwieriger wird, sowohl sehr, sehr, ja, sehr extreme Positionen hier einzunehmen. Ja, es wird immer unplausibler. Neben diesem zeithistorischen Überblick kann man sich natürlich auch die Theorien inhaltlich, theoretisch gliedern. Und wir haben begonnen damit, dass wir uns auseinandergesetzt haben, warum wählen Menschen Medien überhaupt erstmal aus, ja? Und wer macht das? Wie viel wird das geschehen? Und ja, was sind die Beweggründe des Auswählens, der Selektion der Medien? Denn nur wenn wir gewisse Medien überhaupt wählen, können sie auf uns wirken. Ja, wenn sie keinen, warum manche von ihnen werden Telegram nutzen, andere nicht. Nur dann, wenn sie es nutzen, kann es überhaupt für sie die Wirkung entfalten. Dann haben wir uns damit auseinandergesetzt, was dann
während des Nutzungsvorgangs passiert, was die Menschen empfinden, wenn sie gerade beispielsweise ein Buch lesen. Das kann man trennen von Medieneffekten, denn Medieneffekte sind all die Dinge, die mit uns passieren, nachdem wir quasi die Rezeption beenden und die, die etwas überdauernder sind. Natürlich sind auch die Dinge, die wir unmittelbar beim Nutzen der Medien empfinden, auch Medieneffekte. Das ist schon klar, also rein logisch ist das so, aber man trennt es, weil es durchaus Sinn ergibt, zu unterscheiden, wie es sich im Moment der Nutzung anfühlt versus was es denn dann kurz-, mittel- und langfristig mit uns macht. Und vor allem mittel- und langfristig ist das, was zählt. Ja, und sie ändern sich vor allem die Einstellungen, werden hier immer sehr gerne und wurden auch immer sehr zentral betrachtet. Zusammen ergibt es die Trias der Analyse von Medienwirkungen. Ja. Das ist jetzt kein offizieller Begriff, aber der soll doch wenigstens einmal auf den Folien auftauchen, weil ich ihn so viel verwendet habe in dieser Vorlesung. Sie merken das, wenn Sie Lehrbücher betrachten, dass sie häufig eben in diesen drei Ebenen untergliedert werden. Und dann gibt es häufig noch so inhaltliche Anwendungsbereiche, die man nicht exakt in diese drei Subtheorien oder Subbereiche, sind ja keine Theorien, Subbereiche einordnen kann. Von daher, dass die Trias sehr sinnvoll in dieser Trias von Medien, über Medien zu denken. Darüber hinaus gibt es dann eben Theorien, die nochmal sehr die Gesellschaft in toto betrachten und hier eben aus so einer Vogelperspektive auf die Welt schauen, gefolgt von eher interpersonalen Theorien und Effekten, die mehr darauf fokussieren, was in der Kommunikation zwischen Menschen passiert und wann eine, beispielsweise eine Person, in welchen Kontexten sie sich äußert und in welchen nicht. So, dann haben wir ganz viele einzelne Theorien uns betrachtet, die sich mehr oder weniger genau zu diesen übergeordneten Bereichen zuordnen lassen. Na, wenn wir die Medienselektion betrachten, geht es eben darüber, was für Medien gibt es überhaupt. Sich damit mal auseinanderzusetzen, ist wichtig. Dann, welche Medien werden wie viel genutzt? Da gibt es Veränderungen, Verschiebungen und unterschiedliche Annahmen darüber. Ebenso ist es so, dass wir hier auch uns damit auseinandersetzen können, welche Medien andere verdrängen und welche Medien gewisse Dinge verstärken. Ebenso ist es bei der Medienauswahl schon sehr sinnvoll, so stückweit sich mit Medieneffekten auseinanderzusetzen, denn ich wähle ein gewisses Medium häufig mit einer gewissen Absicht aus, weil ich denke, das macht etwas mit mir. Und deswegen kann man hier schon den Uses- und Gratifications-Ansatz verorten. Ja, und natürlich auch den Mood-Management-Ansatz, der sagt, naja, nach dem Arbeiten ist es wahrscheinlicher, dass ein Mensch sich bei Netflix versucht, ein bisschen zu erholen, anstatt jetzt weiter Fachliteratur zu lesen. In der Medienrezeption haben wir uns mit Aufmerksamkeit auseinandergesetzt. Also können sich Leute, wann können sich Leute unter welchen Konstellationen auf das Gehörte, Gelesene konzentrieren, wie beeinflusst die Komplexität des Materials das Rezeptionsverhalten, inwiefern wird das bedingt durch die Kapazität der NutzerInnen und das sind eher so sehr wahrnehmungspsychologische Grundlagen fast schon. Wir haben hier beispielsweise über Chunks gesprochen und dass Informationen zusammengefasst werden und dadurch eben mehr Informationen verarbeitet werden können. Wir sind auf die Self-Determination Theory eingegangen, die vorhin sagt man, Leute intrinsisch motiviert sind, etwas zu nutzen und dann als Steigerung davon sogar, wann es eben auch zu Flow-Erlebnissen kommen kann, dass man sich so wohl mit etwas fühlt, dass Raum und Zeit vergeht. Bei den Medieneffekten, ich hatte es schon gemeint, geht es vor allem um Einstellungen, um Kognition, wie die Kognitionen miteinander interagieren, ob sie vielleicht auch konfligieren. Was wir bei den Konsistenztheorien und den Dissonanztheorien aufgreifen. Wir haben aber auch Theorien gelernt in der sozialkognitiven Lerntheorie, wenn vor allem noch gar keine Einstellungen vorhanden sind, dass Menschen über Imitation und Beobachtung Dinge lernen. Und die anderen, das Elaboration Likelihood Modell, eher thematisiert, wann eine Persuasion stattfindet,
wann Menschen also ihre Einstellung ändern, über welche Routen das geschieht, eher peripher, eher zentral, uns über Agenda Setting auseinandergesetzt, die besagt, dass Menschen eigentlich eher, dass Medien eher die Themen vorgeben, über die wir sprechen, aber nicht so sehr die Einstellung, zu denen wir kommen. Framing geht da schon ein Stück weiter, die sagt, naja, so ganz neutral können die Medien nicht sein, notwendigerweise muss man auswählen und man kann fast nicht neutral framen. Und Frames haben häufig einfach bereits eine Valenz, eine Bewertung inne und die wird mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit übertragen auf den oder die Rezipientin. Und von daher ist es so, dass wir hierüber schon auch eben von Veränderungen bei den NutzerInnen sprechen können. So, dann ist es so, dass wir Dinge uns betrachtet haben, die ganze Gesellschaft betreffen. Und das ist vor allem der Kultivierungsansatz. Hier wird sich damit auseinandergesetzt, inwiefern allgemeine Vorstellungen über die Welt, über Medien erst entstehen. Media Malaise, die hier eher hervorbringt, dass aufgrund der Tatsache, dass es in den Medien eher kritische, kriminelle Inhalte gibt, dass Menschen und NutzerInnen dieser Medien auch eher glauben, dass das normal ist, dass die Welt halt kriminell ist, obwohl das gar nicht so stark der Fall ist. Wir haben über die Wissenskluft gesprochen, die besagt, dass eben vor allem diejenigen, die mit viel Vorwissen in eine Mediennutzung reingehen, noch mehr aus der Mediennutzung ziehen können, ja, und dann noch mehr lernen und dass sich also durchaus Wissen auseinandergehen kann. Und im Hostel-Media-Bereich, dass häufig die Darstellung der eigenen Gruppe in den Medien als negativ wahrgenommen wird und man darüber eine Ablehnung gegenüber den Medien entwickelt. Und zu guter Letzt sind wir auf interpersonale Effekte eingegangen, die natürlich nicht nur interpersonal sind. Also der Two-Step-Flow, der besagt, dass vor allen Dingen politische Botschaften in der Gesellschaft durchgereicht werden über die sogenannten MeinungsführerInnen, die das dann mit ihren, ja, Gefolgsleuten eher dann austauschen und die zentralen Positionen weitergeben. Dass es also nicht jeder sich selbst immer informiert. Über Diffusion haben wir gesprochen, die besagt, dass eben gewisse Theorien oder Gedanken, Ideen, Memes durch die Gesellschaft durchgereicht werden, dass es häufig, dass es da gewisse Phasen gibt, gewisse Typen gibt und dass man diesen Prozess, wie Menschen, wie Kommunikation von Ideen stattfindet, dass man das modellieren kann. Und die Schweigespirale, die vor allem auch thematisiert, dass Menschen sich eher dann in der Position fühlen, ihre eigene Meinung zu äußern, wenn sie sich in der Mehrheit fühlen, weil man sich dann sicher fühlt und nicht Angst hat, ausgegrenzt zu werden, dass man das aber weniger tut, wenn man sich in der Minorität, in der Minderheit fühlt. Und dass das gesamtgesellschaftlich gesehen dann immer sehr spannend ist, wenn man versucht rauszukriegen, was ist denn gerade in der Mehrheit und dementsprechend eher bereit ist, sich zu äußern. Und zu guter Letzt der Third-Person-Effekt, bei dem man festhält, dass man meistens denkt, ja, ich selbst werde ja doch nicht von den Medien beeinflusst, aber die anderen. Ja. Und dass das natürlich per Definition, wenn das alle denken, einfach eine Verzerrung ist. Also Sie sehen, wir haben wirklich einiges besprochen und die lassen sich in die jeweiligen Bereiche zuordnen. Aber das ist natürlich auch nicht immer exakt klar, was wo hingehört und es gibt da Überlappungen. Ich habe Ihnen, weil es durchaus recht viel Stoff ist, aber auch nochmal ein paar Key Learnings herausgepickt oder in jeder Vorlesung immer ein Key Learning definiert, um auch so eine gewisse Hierarchisierung des Wissens zu betonen. Es ist nicht unbedingt immer alles gleich wichtig oder manche Sachen sind einfach so zentral, die müssen sitzen. Und bei anderen Sachen ist es vielleicht eher so, die sollte man vielleicht mal gehört haben oder zumindest mal gehört haben. Aber ja, deswegen war mir das wichtig, das zu tun. Und ich habe Ihnen hier nochmal einen Überblick über alle Key Learnings dargeboten. Und gehen Sie die bitte alle durch und schauen Sie, dass Sie wissen, was diese einzelnen Punkte bedeuten, was darunter fällt, dass Sie davon sprechen können, dass Sie das erzählen können. Unmittelbar, wenn man Sie fragt, ah ja, Kultivierung natürlich, da geht es darum, einfach nur, welche Vorstellungen in der Gesellschaft vorherrschen, die beispielsweise Wissen beinhalten,
Und das eben vor allem hier relevant ist zu wissen, was in der Gesellschaft insgesamt gesehen für Positionen sind. Ja. Bei der Gratifikation der sozialen Netzwerkseitennutzung, ja, was war das nochmal? Ja, das war, dass man sich informiert, dass man Beziehungen managt, dass man die Identität managt und dass man auch seine Stimmung managt. Ja. Also vier Bereiche, die zentral sind dafür, warum wir soziale Medien nutzen. Ja, ebenso, Sie müssen die einzelnen Parameter der Theory of Planned Behavior kennen oder auch wissen in der Feldtheorie, dass es hier die Prämisse ist, dass Verhalten eine Interaktion von Mensch und Umwelt ist. Ja, das müssen Sie wissen und diese werden auch in der Klausur abgefragt, die Key Learnings. Vor allen Dingen kann ich auch noch mal sagen, dass Sie wirklich gut wissen, was der Unterschied zwischen einer Mediation und einer Moderation ist. Das ist etwas, das ist, wenn man es mal weiß, ist es leicht, aber bis es klickt, kann es bisweilen etwas dauern, weil die klingen mir auch ähnlich, die Begriffe. Das müssen Sie wissen, das dürfen Sie auch nicht verwechseln, das wird auch abgefragt werden. Ja, so, nun ist es immer so ein bisschen der Punkt, jetzt haben wir diese ganzen Sachen davon gehört. Und man kennt, glaube ich, dieses Gefühl nach einem Studium, man hat so viele Prüfungen abgelegt und so viel gelernt, aber ist man jetzt wirklich schlauer? Was habe ich denn jetzt gelernt, was ich im Alltag nutzen kann? Und darauf möchte ich nochmal eingehen mit einer gewissen Perspektive und einer gewissen Einordnung. Letztes Jahr gab es zu einem ähnlichen Zeitpunkt im Jahr einen ganz bewegenden Moment, und das ist fast schon zu positiv ausgedrückt, auch schockierend, also mich hat es schockiert, nämlich, dass wir Zeuge werden konnten, Zeuginnen werden konnten von einem Sturm auf das Kapitol in Washington in Amerika. Im Kontext der Wahlen, die Donald Trump damals ja verloren hat, was auch so bestätigt wurde von richterlicher Stelle, was aber nicht alle Menschen teilten. Und wie Sie sicherlich wissen, ist es so, dass Donald Trump sehr aktiv auf sozialen Medien und vor allen Dingen auf Twitter war. Und jetzt ist natürlich für uns als Medien, als KommunikationswissenschaftlerInnen die Frage, was ist jetzt die Rolle von Twitter in dem Kontext? Ja? Hat Twitter das kausal ausgelöst oder hat Donald Trumps Kommunikation über Twitter dieses Ereignis kausal ausgelöst? Wie sollten wir dazu stehen? Und ich wurde auch gefragt in einem Pressegespräch, ob es korrekt ist, oder ob man erst einmal vorab, ob man Donald Trump seine Social Media Kanäle sperren sollte und später, als sie gesperrt wurden, ob das korrekt ist. Und das einzuschätzen ist sicherlich extrem schwierig, weil man hier ja unterschiedliche Güter miteinander vergleichen muss. Redefreiheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Schutz der Demokratie und der Integrität der Wahlen. Und ja, und deswegen ist die Frage, was ist denn jetzt die Rolle von Twitter in diesem Geschehen und hat uns das, was wir jetzt gelernt haben, geholfen dabei, das einzuschätzen? Ich möchte weniger an dieser Stelle diese Antwort geben, sondern eher mehr Ihnen sagen, welche Tools Sie haben, um zu einer Einschätzung zu kommen oder um diese Plausibilitäten abzuschätzen, wie wahrscheinlich ist. Es ist so, dass wir auf der einen Seite ja beispielsweise hier sehen, dass die Agenda-Setting-Theorie nur sagt, naja, nee, es ist eher so, dass Donald Trump hier nur das zum Thema gemacht hat, aber er hat nicht unbedingt die Einschätzung der Leute darin beeinflusst, ob die Wahlen nun gefälscht wurden oder nicht. Das ist weitaus weniger wahrscheinlich, beispielsweise würde die Agenda-Setting-Theorie sagen. Die Two-Step-Flow-Theorie würde eher argumentieren, naja, aber er hat es doch einfach vorhin geschafft, vielleicht darüber seine Leute zu mobilisieren, dass sie nach Washington gekommen sind, dass sie das tatsächlich überhaupt da sind. Ja, selbst die hätten das zwar in jedem Fall geglaubt oder nicht, aber deswegen sind sie gekommen. Und zu guter Letzt kann man natürlich über Framing
argumentieren, dass eben vielleicht aber auch durchaus die eine oder andere Wahrnehmung geändert wurde darüber, dass eben die Menschen die Nachrichten von Trump rezipiert haben. Und wenn wir uns das einmal anschauen, dass Trump-SupporterInnen Medien ja wirklich absolut auf dem Kieker hatten, und das ist ja fast schon milde ausgedrückt, auch Medienschaffende hier konkret angegriffen haben, dann ist es sicherlich nicht weit hergeholt, es in einem Zusammenhang zu sehen mit den Tweets von Trump, der ja durchgängig auf die Fake News Media eingegangen ist, die kritisiert hat, die ReporterInnen als very bad and sick people bezeichnet hat und dass die Freiheit der Presse weg ist, dass es einfach nur noch Fake News sind. Und ja, also das ist klar hier, die Medien ein Ziel sind und ein Feind sind, ein klarer Feind. Und ja, also man sieht dann diese Punkte und fragt sich dann so, ja, da müssen die Medien ja doch tatsächlich einen starken Effekt haben. Ich denke, dass sie eine Rolle spielen in diesem Kontext, die ist unbestritten. Dass auch die geänderte Kommunikationssituation hier eine Rolle spielt im Vergleich zu früher, dass eine Einzelperson so viel Kommunikationsmacht ausüben kann, das ist sicherlich also eine Veränderung, also eher also eine Verstärkung von möglichen Dingen. Aber die Frage ist natürlich, was es dann insgesamt bedeutet. Und das ist jetzt ein Fall, in dem man das sehr gut begründen kann, dass es hier starke Effekte gab. Aber welche Inferenz erlaubt das über Gesamt-Twitter? Und dann gebe ich hier mal ein anderes Beispiel, über das ich mich länger mit einem Freund unterhalten habe, der auch eine Wissenschaft ist. Und zwar ist es so: Eine mir nahestehende Person hat ein Buch gelesen, ein philosophisches Buch. Und die Person war sehr davon beeindruckt und hat dann daraufhin wirklich das Leben umgekrempelt und Dinge anders gemacht. Und auch wirklich für mich spürbar. Ich habe das gemerkt, oh, das hat wirklich was verändert. Und es hat also eindeutig das Rezipieren dieses Buches nachhaltige Effekte in dieser Person hervorgerufen. Ich habe das Buch auch gelesen und das hat schon was mit mir gemacht. Ja, also ich habe da schon was übernommen, wirklich. Ich fand, da waren gute Punkte dabei, aber manche auch nicht oder auch nicht neu. Und es hat auf jeden Fall nicht den gleichen Effekt auf mich gehabt, aber es hat einen Effekt gehabt. Naja, und dann habe ich es einem dritten, habe ich eben dem einem dritten Freund auch weitergeleitet. Und der fand es ganz schlimm. Also er hat gemeint, das ist ja Schwachsinn, das ist ja trivial oder hat es inhaltlich abgelehnt. Und bei ihm hat es keinen Effekt hervorgerufen. Und das ist halt genau der Punkt. Wenn wir das jetzt insgesamt betrachten, wenn wir allen Menschen in Österreich verpflichten würden, dieses Buch zu lesen, würde es im Schnitt sehr wenig ändern. Aber es gibt einzelne Personen, bei denen wird es einiges ändern. Und von daher ist es so, dass wir bei Medien häufig durchaus in jeder Biografie Punkte haben, wo man sagt, da hat mich ein Medium beeinflusst. Kannte diese Position vorher nicht. Ich habe das anders gelebt und erst dann habe ich davon erfahren. Aber das bedeutet nicht notwendigerweise, dass man diesen Effekt allgemein für dieses Medium abstrahieren kann. Das geht nicht und von daher ist das immer genau den Fehler, den man nicht machen darf. Also von einem starken individuellen Effekt auf einen allgemein starke Effekte zu schließen. Wir haben allgemein haben wir in der Wissenschaft die Herausforderung, aber auch das Problem der Generalisierbarkeit. Wie sehr können wir unsere Theorien, die wir jetzt gelernt haben, anwenden und wann gelten die?
Und das Problem ist, diese Theorien stimmen, ja, die sind schon richtig. Die Frage ist aber nur, wann stimmt welche Theorie? Weil es stimmen nicht manche Theorien, manchmal trifft die eine Theorie zu, manchmal die andere. Also kaum eine Theorie gilt uneingeschränkt, sondern eher in manchen Kontexten. Manchmal haben wir Minderheiten, die aufgrund ihres Status der Minderheit sich nicht äußern können und tatsächlich sich nicht trauen zu äußern. Aber es gibt auch genauso laute Minderheiten beispielsweise, also wenn wir auf die Schweigespirale schauen, die sich mitteilen können und wo der Minderheitenstatus keine Rolle spielt. Es ist also immer die Frage, so das ist die Million-Dollar-Question, ja, wann trifft es halt zu? Grundsätzlich würde ich dennoch sagen, und ich bin im Laufe der Vorlesung immer auch ein bisschen darauf eingegangen, dass ich denke, dass die Theorien schon eine gewisse unterschiedliche Plausibilität und Anwendbarkeit haben. Also wann trifft was eher zu? Und Theorien mit einer höheren Anwendbarkeit sind die Theory of Planned Behavior, Self-Determination Theory und der Kultivierungsansatz. Ich denke, diese Theorien sind sehr robust und kann man häufig nutzen, um menschliches Verhalten zu verstehen. Eine geringere Anwendbarkeit sehe ich in dem Agenda-Setting, weil ich die Medien hier zu schwach dargestellt sehe. Natürlich können Medien Einstellungen verändern, nicht nur Themen, über die gesprochen werden. Und bei der Schweigespirale ist eine super, super Theorie, super relevant, aber es ist wirklich sehr schwer zu sagen, damit Vorhersagen zu treffen, in welcher Konstellation welche Person sich wie äußern wird, und es ist eher wichtig, über die allgemeinen Prozesse Bescheid zu wissen, dass es eben möglich sein kann. Ja, was ziehen wir daraus denn nun für ein Fazit? Ja, nachdem wir jetzt so viele Dinge gelesen haben, sie sich jetzt so viel informiert haben oder gehört haben, was bleibt? Was ist nun richtig? Auf welche Dinge können wir uns festlegen? Und ich habe dann mir mal überlegt, was sind denn so Punkte, bei denen ich denke, das sind Prämissen oder Axiome fast schon, die wir gelten lassen können oder die einfach sehr robust sind. So, das erste ist, Content is King. Ja, der Inhalt ist die Königin, entscheidet darüber, wie Medien wirken. Nicht das Medium, nicht das technische Gerät, nicht das, worüber sie etwas rezipieren, sondern was sie rezipieren. No screen time is created equal. Das ist so ein Mantra von MedienpsychologInnen, was besagt, dass wenn jemand an seinem Smartphone sitzt, wissen sie nicht, was die Person macht. Wenn die Person einen inhaltlich hochwertigen Artikel liest, kann man sich natürlich über sein Smartphone fortbilden. Wenn man auf Instagram ist, kann man tollen Menschen folgen, die super Impulse fürs Leben weitergeben, die einen motivieren, die einen anspornen, sein Leben besser in den Griff zu kriegen. Und gleichwohl kann man Fake News auf seinem Smartphone konsumieren oder ja, seichte Kommunikation, die ja auch bisweilen super berechtigt sein kann, ja, und ihren Sinn hat. Aber wir können es nicht über das Medium hin aggregieren. Wir müssen uns die Inhalte betrachten. Das ist weitaus entscheidender. So, den nächsten Punkt, den ich aufgreife, ist, das würde ich gerne unter folgendes Motto stellen: Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ja, das ist ja so ein geflügeltes Sprichwort. Aber es besagt, dass der gleiche Inhalt in dem gleichen Medium zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Wirkungen entfaltet. Und eben in gewissen Konstellationen auf einmal gewisse Gedanken, die nicht neu sind, aber einfach nochmal dargeboten, sich anders entfalten. Gedanken, die eben da kommen, sind beispielsweise Fridays for Future, also die Sorge um die Umwelt gibt es ja schon seit Jahrzehnten, aber dass es eine solche Dimension angenommen hat, ja, erst seit 2, 3 Jahren rund um Greta Thunberg und die eben hier auf eine andere Gesellschaft vorgetroffen hat und auf einmal das ein größeres Echo gab. Vegetarismus, warum ist es so, dass das aktuell so stark
thematisiert wird oder solche Inhalte so viele Leute ansprechen. So, ja? Ich meine, dass Vegetarismus nach dem Zweiten Weltkrieg nicht das ist, was die Menschen beschäftigt hat, sondern eher, dass es darum ging, zu überleben. Es ist ja auch naheliegend. Ebenso das Stichwort Gendern. Also ich selbst, ich kannte das eigentlich ehrlich gesagt auch schon fast immer, dass es Gendern gibt und das Gender-Sternchen. Und ich kann Ihnen ehrlich sagen, ich fand es anfangs nicht cool oder ich stand dem einfach kritisch gegenüber und ich habe nicht selbst gegendert. Und, aber auf einmal ist es so, dass wir in der Gesellschaft merken, dass es ein anderes Resonanzbecken für diese Gedanken gibt und dass es, man es weitaus häufiger antreffen kann. Kann es in alle Richtungen gehen, dass ich, deswegen, Sie dürfen und jeder darf natürlich auch eine eigene Einstellung zu Dingen haben, also ob das jetzt positiv oder negativ ist, ja. Natürlich kann man also Dinge hier nennen, die man eher als positive Entwicklung darstellt und andere, die man als negative Entwicklung darstellt. Ich glaube, ziemlich einfach ist es beim Faschismus, den als sehr negativ zu sehen, aber der halt in gewissen Zeitpunkten in der Menschheitsgeschichte einfach mehr Resonanz hatte oder Resonanzboden gefunden hat und sich dann hier erst durchsetzen konnte. Und aktuell ist beispielsweise eben wieder ein Erstarken von eher rechtsextremen Positionen gibt. Ebenso in Amerika, der Slogan Make America Great Again von Trump, der hätte sicherlich nicht zu allen Zeitpunkten in der Geschichte funktioniert, aber er hat ja hervorragend für Trump funktioniert in seinem Wahlkampf. Oder natürlich das Querdenkertum, ja, in einer Gesellschaft aktuell, die individualisiert ist, in der Menschen eher glauben, dass sie selbst die Wahrheit erkennen und finden können, als noch im Vergleich zu vor 200, 300 Jahren, wo es so war, dass Instanzen uns die Wahrheit erzählt haben und wir konnten die einfach nur annehmen. Also da war es nicht so, dass Autoritäten hinterfragt wurden, also Autoritäten wie der Kirche oder in der Politik. Also natürlich wurden die auch hinterfragt, aber weitaus weniger. Und das ist sicherlich auch eine gute Entwicklung, dass wir eigenständigeres Denken fördern und fordern. Aber dass es natürlich dann auch in manchen Bereichen halt überschießt und zu Fehlentwicklungen kommen kann. Naja, also was ich damit ausdrücken möchte insgesamt, es ist schwer, einfach auch nur die Wirkung auch von gewissen Inhalten in Medien zu beziffern. Es ist eine Interaktion mit der Zeit und Zeitpunkten. Und in gewissen Kontexten kann man eben für gewisse Inhalte Mehrheiten gewinnen und in anderen nicht. So, und der nächste Punkt ist, NutzerInnen sind proaktiv. Und man darf das nicht immer nur so sehen, dass die Medien sich einem aufzwingen und man so bombardiert wird und alle Leute verdummen oder QuerdenkerInnen werden. Nein, es ist schon auch ein aktiver Prozess. Leute wählen auch die Medien aus, die sie rezipieren wollen und gestalten die Medien und machen das auf eine positive Art und Weise und auf eine negative Art und Weise. Also es ist aber so, dass es häufig eine aktive Aus weil darstellt und dass die Mediennutzung selbst gestaltet ist. Also ist ein Punkt, den ich betonen möchte und der in der Forschung auch zunehmend klar wird. Ja, und dann der Punkt eben, diese Balance hinzukriegen in Bezug auf die Wahrheitsfindung, was jetzt richtig ist und was nicht. Und da ist, glaube ich, häufig weniger mehr, eher in Plausibilität zu denken. Was ist denn wahrscheinlicher? Und nicht nur versuchen, die reine, eine einzige Antwort zu finden. Also es gibt selten eine absolute Gewissheit, was Dinge betrifft. Und das Verhalten ist ganz, ganz häufig multifaktoriell bestimmt. Also nur diesen einen Grund, um zu erklären, warum eine Sache geschieht, ist extrem schwer, also beispielsweise die Impfstoffentwicklung allein auf die Profitgier von Pharmaunternehmen zurückzuführen und damit abzulehnen, ist
unseriös, weil es einfach viele Dinge gibt, die hier berücksichtigt werden müssen. Und ich denke, man kann das sicherlich auch, und es gibt auch berechtigte Kritikpunkte an beispielsweise der Kommerzialisierung und den Gewinninteressen, aber eben diesen einzelnen Punkt halt in der Gesamtschau richtig einzuordnen, das ist natürlich die Herausforderung. Und das ist halt natürlich komplex und das können wir dann, deswegen müssten wir in den Fällen abwägen, was trifft eher zu, was trifft eher nicht zu, was muss ebenso berücksichtigt werden und naja, genau, und das ist, glaube ich, insgesamt eine gesunde Sichtweise, einfach in Wahrscheinlichkeiten zu denken. Ich denke, am wahrscheinlichsten ist es das, aber diese Erklärung, aber ich kann die anderen nicht komplett ausschließen. Und das im Hinterkopf zu bewahren. Ja, und der vorletzte Punkt, Medien werden bisweilen als Sündenböcke betrachtet, sei es Telegram, was QuerdenkerInnen betrifft, oder Twitter, was Trump betrifft, oder Ego-Shooter, was Gewalt von Jugendlichen betrifft. Das ist zu einfach. Nicht die Medien an sich beeinflussen die Personen, sondern die Inhalte und die Geschehnisse, die in den Medien gezeigt werden. Das ist das, was die Menschen beeinflusst. Und da muss man schon sagen, dass diese schon in großen Teilen einfach unabhängig von den Medien sind. Es ist so, dass es eine Figur wie Donald Trump im deutschsprachigen Raum so nicht gibt. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn das hier der Fall wäre. Von daher ist es so, dass wir das schon in den Vordergrund stellen müssen und auch damit die Verantwortung auch primär bei den Personen sehen müssen. Medien spielen hier eher eine verstärkende Rolle, also sie multiplizieren etwas, aber sie kreieren es nicht selbst kausal originär. Gleichwohl muss man natürlich auch sagen, dass es schon so ist, dass man über die Nutzung von gewissen Medien bisweilen auch nur mit gewissen Inhalten konfrontiert wird, die man sonst nicht gesehen hätte. Und also natürlich auch da wiederum natürlich die Medien eine Rolle spielen. Wenn einem YouTube aufgrund des Algorithmus Dinge empfiehlt, die man im linearen Fernsehen einfach nicht zu sehen hätte bekommen können, dann spielen hier Medien eine verstärkende Rolle und können also Menschen durchaus in der Radikalisierung vorantreiben. Vor allen Dingen an den Rändern. Insgesamt gesehen scheint das nicht so stark zu sein. Aber es allein auf die Medien zurückzuführen, ist immer zu einfach und verkennt, dass die gesellschaftlichen Probleme meist tiefer liegen und strukturell sind und aber auch multifaktoriell bedingt sind. Ja, und dann schließe ich mit dem ersten Key-Learning, was ich Ihnen vorangestellt habe, über die Perspektive auf Medien. Unter bestimmten Umständen können bestimmte Inhalte für bestimmte Menschen bisweilen starke Effekte hervorbringen. Im Regelfall sind Effekte aber eher klein. Ich glaube, das ist eine gute Perspektive auf Medien und Medien zu verstehen. So, das war der letzte inhaltliche Punkt, den ich Ihnen noch mit auf den Weg geben wollte. Ich möchte daran erinnern, dass wir ab kommender Woche eine, oder diese Woche, je nachdem, wann Sie das Video betrachten, eine Evaluation der Veranstaltung vornehmen können. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie eine Bewertung abgeben. Sei sie positiv, da freue ich mich natürlich sehr. Aber wenn sie kritisch ist, auch um die Inhalte und das Feedback auch einarbeiten zu können, um die Veranstaltung zu verbessern in der Zukunft, das ist mir sehr wichtig. Auch da Ihre Rückmeldungen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, die Sie dieser Veranstaltung gewidmet haben. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei der Vorbereitung auf die Prüfung und ich freue mich, Sie im weiteren Verlauf Ihres Studiums dann auch einmal hoffentlich persönlich sehen zu können. Auf Wiedersehen.